Sag mal, geht euch das eigentlich auch so, dass ihr am Rechner oder sonst wo immer wieder Dinge macht, Vorgänge habt, von denen ihr denkt so, och, geht das nicht noch ein bisschen einfacher und ein bisschen schneller und ein bisschen komfortabler? Also mir geht es schon so und ich persönlich liebe es, Sachen und Vorgänge zu optimieren und gute Lösungen zu finden und die dann auch mit euch zu teilen. Und das möchte ich über kurze, knackige Videos euch weitergeben. Das ist der einfachste, schönste Weg und es macht mir einfach Freude. Und deshalb ein Thema möchte ich euch heute auch schon mal auf die Nase binden. Und zwar geht es um das Thema Passwortsicherheit. Wir müssen ja alle immer mal wieder, ob offline oder online, Kennwörter, Passwörter eingeben. Und da ist die Versuchung echt groß, es sich an dieser Stelle tatsächlich ein bisschen zu einfach zu machen, weil zu einfach bedeutet auch, dass solche Passwörter schnell zu knacken sind. Und dann ist das Drama groß. Ich gebe euch mal ein Beispiel von zu einfachen Passwörtern. Manche nutzen als Passwort das Wort Passwort. Gar nicht gut. Oder 1, 2, 3, 4. Oha. Auch nicht so doll. Oder irgendwie den eigenen Namen plus noch das Geburtsjahr dran gehängt. Und glaubt mir, sowas lässt sich wirklich einfach knacken. Und auch wer sich da schon mal mehr Mühe gegeben hat und auch wirklich für jede Plattform, für jeden Dienst unterschiedliche Passwörter generiert hat, macht das ja häufig auch in irgendwelchen Listen. Entweder so in so einer Klatte, das geht schon mal ganz gut und ist auch nicht, da kann keiner drauf zugreifen. Oder manche machen es auch dann in irgendeiner Word- oder Excel-Datei, die dann womöglich auch noch heißt Passwörter oder Zugangsdaten oder sowas. Und dann wird das ungeschützt auf dem Rechner gespeichert. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, wenn euer Rechner gehackt wird, und das passiert durchaus mal, das gilt nicht nur für große Konzerne oder Behörden oder solche Einrichtungen, wenn jemand also Zugang zu eurem Computer hat und dort irgendeine Datei findet, die so heißt und dann vielleicht auch nur mit dem einfachen geschützt ist, mit einem eigenen kleinen Passwort sozusagen, so wie man Word- oder Excel-Dateien speichern kann, sichern kann, glaubt mir, für Profis ist so ein Schutz sehr schnell zu knacken. Deswegen, wenn bitte nicht auf dem Rechner speichern, sondern auf einem externen Medium, zum Beispiel einen USB-Stick, den ihr dann noch abzieht, weil dann ist das auch physisch getrennt. Und da kann wirklich keiner darauf zugreifen, wenn das Ding in der Schublade liegt. So, jetzt möchte ich euch mal kurz sagen, was zeichnet ein wirklich gutes Passwort aus? Zunächst mal, es darf nicht zu wenige Zeichen haben. Also 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zeichen ist zu wenig. Es sollten, so gilt die Empfehlung, immer 12, 15 bis 20 Zeichen sein. Und es sollten in diesem Passwort keine ganzen Worte drin enthalten sein, weil dann können das ist ja immer irgendwie eine Software, die sozusagen das abscannt, dann auch sehr leicht und schneller dieses Passwort dann knacken. Ja, und wie mache ich das denn jetzt? Es soll auch nur dieses Passwort keine ganzen Wörter enthalten. Es soll Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern und wenn erlaubt, nicht alle erlauben das, aber wenn erlaubt, auch Sonderzeichen enthalten. Tja, wie kann ich das denn jetzt machen? Es gibt einen ganz guten Trick, wie man sich diese auf den ersten Blick sehr komplizierten Passwörter merken kann. Und zwar folgendermaßen. Sucht euch zum Beispiel ein Sprichwort, irgendwelche Gedichtverse, Affirmationen oder Dinge, die wirklich zu euch passen und die euch sofort einfallen, wenn ich euch nachts wecke und sagt, so, wie lautet dieser Spruch? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn ihr zum Beispiel nehmt, wenn der Hahn kräht auf dem Mist, fällt der Apfel nicht weit vom Stamm. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen vermischt. Aber es geht. Das sind schon irgendwie so circa 15 Worte. Und wenn ihr jetzt von diesen Worten jeweils den ersten oder den ersten und den letzten Buchstaben nehmt, dann habt ihr schon eine Mischung aus Groß- und Kleinbuchstaben. Wenn ihr das jetzt nochmal ergänzt mit hier und da eine Ziffer und hier und da mal ein Sonderzeichen, so ein Prozentzeichen, Dollarzeichen, Rautezeichen, so solche Sachen, dann habt ihr schon ein ziemlich
sicheres Passwort. Und je länger das ist, desto höher ist die Rechenzeit, die so eine Software benötigt, sozusagen, um dieses Passwort zu knacken. Und wenn das zu lange dauert, dann bricht die irgendwann ab. Also, das ist schon mal ein ganz wichtiger Hinweis von mir an euch. Bitte achtet auf diese Sicherheit. Und jetzt könnt ihr natürlich denken, oha, das ist jetzt aber nicht wirklich eine Vereinfachung. Auf den ersten Blick habt ihr recht. Hier habe ich jetzt erstmal das Thema Sicherheit, wirklich eure Sicherheit eurer Daten in den Vordergrund gestellt. Und es gibt auch dafür eine Lösung, eine einfache Lösung, die ihr diese Passwörter verwalten könnt. Und zwar einfach und hochprofessionell und sehr sicher. Aber das stelle ich euch in einem nächsten Video vor. Und dann braucht ihr nämlich wirklich nur noch ein super sicheres Passwort. Ganz versprochen, ich arbeite da seit Jahren mit und bin hochzufrieden. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, ich freue mich über ein Like oder auch mehrere. Ich freue mich auch über jedes Abo. Und wenn ihr irgendwelche Themen habt, Probleme, wo ihr Bedarf habt, wo euch eine einfache, komfortable Lösung wünscht, dann schreibt sie in den Kommentaren und ich sehe zu, dass ich euch da eine Lösung präsentieren kann. Also, ich freue mich auf nächste Mal. Bis dahin. Bye.